Herzlich willkommen zum Spezialszenario von WWE 13. Wir schreiben den 11. Oktober 1998 und endlich dürfen wir mit dem Rated R Superstar spielen. Edge! Dieses herausragende Match präsentierte die Einführung eines zukünftigen WWE Hall of Famers und den Abgang einer Legende. Während seiner atemberaubenden Karriere brachte uns Edge unzählige Male zum Lachen, Schaudern und Weinen. Der Rated R Superstar hat sich einen Namen als einer der talentiertesten, skrupellosesten und robustesten Kämpfer der WWE gemacht. Sein Debüt bei Sunday Night Heat war zugleich Vaders letztes WWE-Match im Fernsehen. Vader verabschiedete sich nämlich nach der Demaskierung recht schnell, verschwand dann nach Japan und dieser Mann, Edge, gab sein Debüt und das war nur der Grundstein für eine grandiose, große Karriere. Führe die Downward Spiral aus und gewinne in 4 Minuten. Utsch. Edge damals noch mit der lustigen rosa Hose. Ja, Edge fing an und war natürlich noch nicht so mega, wie die meisten von euch ihn wahrscheinlich kennen. Er fing natürlich auch klein an, wobei es mit ihm ja relativ schnell hoch hinausging mit seinem Tag-Team mit Christian und dann den natürlich damit verbundenen Tag-Team-Matches gegen die Dudley Boys oder natürlich auch die Hardys. Also Edge hat in seiner Karriere alles richtig gemacht. Damals, als er 2003, glaube ich, eigentlich ja zurücktreten wollte wegen seinem Arm, den er sich gebrochen hatte. Also, da war ja die ganze Storyline mit Kane, falls sich der ein oder andere erinnern kann, als Kane dann auch demaskiert war. Und Edge hatte überlegt, seine Karriere zu beenden. Aus körperlicher Sicht hat er dann nicht gemacht und es sollte wohl die beste Entscheidung sein, die er je getroffen hat, denn er bekam nicht nur eins der grandiosesten Gimmicks aller Zeiten, sondern auch noch einer der besten Runs aller Zeiten. Und ich mache hier dauernd den Flapjack, weil der Vader halt dann auch innerhalb von ein paar Sekunden blutet. Und ich muss das einfach machen, weil sonst schaffe ich das hier nämlich nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit. Und ja, das ist die Karriere von Edge. Dann hat er die Karriere aber dann doch aufgrund seines Körpers beendet, das ja auch in Ordnung ist. Irgendwann muss man eben aufhören. Er weiß zumindest, wann es heißt aufzuhören, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Undertaker. Bei dem ist es halt auch eigentlich schon vorbei. Aus körperlicher Sicht auch einfach, Leute. Ne? Aber bevor Edge im Rollstuhl landet, hat er sich jetzt dafür entschieden, die Karriere zu beenden. Er hatte eine großartige, wir hatten viel Spaß mit ihm. Und jetzt leiten wir hier seinen Karriereanfang ein. Ist das nicht schön? Ah, jetzt blutet er erst. Derzeit ist es offiziell. Und jetzt hat ist dieses Match eigentlich ganz schön schnell gegessen. Was ist denn da los? Ach, das ist ja hier derselbe Move. Signature und Finisher ist der gleiche Move. Was zur Hölle? Also, was ist das für ein Käse? Finde ich gar nicht mal so geil. Das heißt, ich muss nämlich den anderen... Jetzt überlege ich gerade. Downward... Hätte ich die andere Kombination drücken müssen oder so? Das weiß ich halt jetzt dummerweise nicht. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass ich jetzt schnell genug nochmal an einen Finisher rankomme. Der alte Edge noch mit solchen Taunts. So, jetzt aber. Zum einen dieser Move hier. Verdammt, jetzt mache ich schon wieder den. Scheiße, komme ich jetzt nochmal innerhalb der paar Sekunden zu einem Signature? Ach du Scheiße. Ich kann es jetzt nur hoffen. Jawohl, ich würde es sogar tun. So, den Move finde ich ja mal finde ich ja sowieso sehr geil. Aber wie mache ich jetzt nochmal den Downward Spiral?
War es dann der? Verdammt, das ist ja immer derselbe. Wie ging denn der? Ja, jetzt kann ich es wahrscheinlich eh vergessen. Jetzt geht mir die Zeit aus. Ja. Shit. Ist mir doch tatsächlich jetzt die Zeit ausgegangen. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Ja, da brauchen wir gar nichts machen, weil das Ziel haben wir einfach mal verfehlt. Scheiße. Ach, ich bin vielleicht ein Lappen. Ich lese es jetzt gerade erst richtig. Ach, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich soll den Downward Spiral einfach nur ausführen und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum zur Hölle denn das Ding nicht einfach verschwindet. Aber deswegen kam ja auch der blöde Pin-Counter, weil ich ihm nach der Downward Spiral einfach pinnen soll, weil der Move, den ich die ganze Zeit als Finisher gemacht habe, das... Was war denn das? Ist die Downward Spiral ja auch. Deswegen habe ich mir schon gedacht, was für ein Move soll denn das sonst sein? Edge hat sonst nur noch sein Spear. Aber hier geht es ja um die Downward Spiral. Und das war halt damals nun mal sein Finisher. Und ich wundere mich und denke mir, das kann doch nicht sein. Aber wegen dem blöden Pin-Timer. Ich habe es total verrafft. Sorry, Leute. Aber das war ein richtiger Fail jetzt. Das hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen. Ja, yeah, wie es immer wieder langsam wird, finde ich total behämmert. Vor allem, schau es an, was bringt mir das so eine langsame Armbar, ey? Meine Fresse, das ist echt dumm. Aber ich weiß ja mittlerweile, dass es weder an meinem Aufnahmeprogramm noch an meiner Playstation noch an mir liegt. Es liegt tatsächlich am Spiel. Ich finde es eine sehr dämliche Einstellung. Aber wenn sie meinen, Vader kann im Übrigen gar nichts. Also er blockt auch rein gar nichts. Ich meine, mir soll es recht sein. Muss sogar, nachdem ich jetzt hier gerade auch nicht so mega Gas gebe, wie gerade eben. So, jetzt machen wir erstmal die Execution. Und jetzt könnten wir ihn covern, beziehungsweise jetzt können wir die Downward Spiral ausführen. Da ist sie, was wir ja schon die ganze Zeit eigentlich machen. Er blutet sogar. Cover, 1, 2, was? Okay. Oha. Das ist ja dann gar nicht mal so geil. Gut, dann muss ich noch ein bisschen mehr zeigen, so wie es aussieht. Erstmal Spear in die Ringecke. Boah, die Fans rasten hier ganz schön aus. Edge is on fire in seinem WWE-Debüt. Jawohl, alles funktioniert hier wunderbar. Vader scheint keine Chance zu haben. Und da haben wir wieder den Signature, was ja ironischerweise, wenn man nur das drückt, ein und dasselbe wie der Finisher ist. Das ist schon echt ziemlich behindert. Jetzt, was ich mich frage, hatte der damals mit seinem alten schon den Spear? Ja, hatte er. Der Spear, dummerweise... Schau mal, ich muss die Downward Spiral nur ausführen. Ich muss noch nicht einmal ihn als Finisher ausführen. Es reicht... Oh, 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 er kontert! Es reicht, wenn ich es als Signature ausführe. Fällt mir auch noch gerade auf. Und jetzt geht mir gleich die Zeit aus. Oh, 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 oh. Ja, komm, kann man schon mal einen Suplex zeigen gegen Vader. Scheiße, jetzt geht mir die... Aber jetzt geht mir die Zeit aus. Komm schon, gib mir ein Signature. Tu es, tu es, tu es. Scheiße, 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 scheiße. Nein, jetzt ausgerechnet, jetzt konnte er. Nein, 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 nein. Nein. Komm, wir müssen wieder in den Ring rein. Nein, was? Nein. Das ist so ein schlechter Scherz. Komm, jetzt gib mir schnell ein Signature. Schnell. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Fick dich doch. Oh my gosh. Ernsthaft, fick dich. So, jetzt hat aber keine Gnade. Jetzt werden wir das schaffen. So, da ist er.
Wenn auch nur als Signature, ist mir scheißegal. One, two. Okay, dann mache ich ihn halt jetzt nochmal. So, zack, bitteschön. Nochmal. Als Finisher diesmal. One, two, three. Na Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Geil, noch mit der alten Mucke. You think you know me. Oh, das ist geil. Jawohl. Der künftige. Der zukünftige Rated R Superstar. Der Ultimate Opportunist. Sehr geil. Schön, einmal mit Edge zu spielen. Wir haben den alten Edge also freigespielt. Die Sunday Night Heat Arena ebenfalls. Und damit dürfen wir weiterschreiten in der Zeitachse. Wir machen einen Sprung ins Jahr 1999, wo uns ein Klassiker mal wieder erwartet bei SmackDown. The Rock und Steve Austin gegen Triple H und den Undertaker. Sogar mit einem kleinen Video. Das wird super. Wir sehen es aber erst im nächsten Part. Haut rein!